Interessant, dass es keine Nachfrage von Wohngebieten gibt, aber was soll's. Überraschenderweise ziehen die Leute ja gerade irgendwie raus. Keine kranken Bürger, das ist schon mal gut. Allerdings eine bestehende. Das sind wir jetzt extra für die hier. Für so einen kurzen Zeitpunkt. Bis sie sich auch noch mit da hinten verbunden haben. Erstmal hier ein paar Strommast platzieren. Falls sie sich überhaupt verbinden, weil da kommt man nichts hin. Wahrscheinlich eher weniger. So, ein bisschen Kapazität ist da allerdings nicht was. Die Bildung von der Hochschule betrifft. Sollte sich gleich ändern. Denn die Kapazität ist jetzt da. Sie müssen noch hingehen. Sehr schön, der Demand für Leute, die auf Wohnung geht auch schon mal hoch. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Oh je. Frage ist von wo? A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Moment, irgendwie ist mit der Lautstärke das stelle ich jetzt mal erstmal so ein. Wollen wir schauen, der wird scheinbar Richtung. Also falls er über den Fluss kommt, wird er wahrscheinlich eher unser Industriegebiet treffen. Und unseren Strom. Na? Er dreht. Das geht ja wohl doch auf der Powerline. Oh, doch mitten in die Innenstadt. Mitten in die. In die Innenstadt. Na, doch nicht. Er dreht doch nochmal. Na. Oh, dreht er nochmal? Er kann sich noch nicht ganz entscheiden. Ja. Eieieiei. Ich glaube, schlimmer konntest du uns nicht treffen, oder? Ach du Scheiße. Na, es sei denn, er kommt nochmal zurück. Aber er scheint sich
auslösen. Oder? Ja. Dann wollen wir mal aufräumen. Fangen wir mal am besten hier mit an. Uah. Interessanterweise haben unsere Windkraftanlagen ja nichts davon abbekommen. Hm, okay. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das Ganze jetzt wieder ein bisschen hier verbessern. Achso. Im späteren Verlauf müssen wir es wahrscheinlich dann auch nicht mehr freihändig machen. So. Okay, ich merke, ich muss mir Shortcuts zulegen. Warum ist denn die Scheißmaus wieder so fucking empfindlich? Kann man noch hier gar nichts wieder mitmachen. Ja, dieser Tornado hat uns echt hart getroffen. Hier steht echt kein Schirm auf dem anderen und wir müssen dann halt mit dem das Beste daraus machen. Aber das tun wir, würde ich sagen. Im Laufe der Zeit werden wir wahrscheinlich auch es ein bisschen einfacher haben, Leute zu retten. Hat aber gar nichts. Gut. So, jetzt eine One-Way-Route. Hier. Auch. Hier vorne auch. Und dann nochmal hier vorne die beiden. Und dann haben wir es ja auch schon so gut wie geschafft, was die Straßen so betrifft. Dann müssen wir gleich nur noch wieder das Gebiet ein bisschen hier vorbereiten, sag ich mal. Und dann können wir auch wieder Leute. Noch wieder Leute ein bisschen einziehen bei uns. So. Eingestürzt sind sie. So, jetzt grün wollen wir hier alles haben. Ja auch. So, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Leute. Dann können wir auch hier uns ein bisschen besser davor schützen. Eine Straße habe ich selbstverständlich noch vergessen. Da wollte ich doch gar keine Leute haben. Zumindest noch nicht. Ich glaube, dann müssen wir nur noch
hier die Sachen. Aber müssen wir, glaube ich, gar nicht. Was wir auf alle Fälle machen müssen, dass diese Straße erneuern. Und dann hier nochmal das Gebiet. Genauso wie da. Dann haben wir das zumindest schon mal so grob fürs Erste. Machen wir es mal doch sicherheitshalber. Freuen sich die, die da schon wohnen, und das geht dann bestimmt auch ein bisschen schneller. Dann sehen sie auch freie Fläche. Da baue ich. Hier gibt es ja keine Tornado, sieht man ja nicht. Ich meine, wo nichts mehr von einer Naturkatastrophe ist, da war bestimmt auch keine. Ne? Man weiß es nicht. So, haben wir das schon mal? Danke. So, dann wollen wir mal gucken. Das Gebiet ist ja auch voll, das wird dann vielleicht hier noch ein paar Wohnungen reinbauen. Mal platzieren. Waren wahrscheinlich ein paar zu viel, aber wir brauchen Leute. Ist eine Schule irgendwie mit Mitleidenschaft gezogen worden? Nee. Ja, schön. Machen wir es ein bisschen schneller, würde ich sagen. Dann geht es auch wieder ein bisschen hier voran. Ein ganzes Problem. Habe ich einiges mittlerweile auf automatisch speichern oder sowas? Ich hoffe, ich habe es noch aktiviert. Ah, habe ich nicht. Jetzt aber. So. Jetzt haben wir wieder mehr wegen den Stillstand. Muss man wieder warten. Okay. Ein bisschen Leute wollen wohl doch noch einziehen. Wollen wir schauen, wie es hier mit aussieht. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Auch noch relativ. Relativ gut. Oh, wie wir sehen, das Wasser macht gerade wieder schön ein paar Wellen. Vielleicht immer schön. Ha. Schön anzusehen. Ist auch nicht unbedingt bei Nacht, aber. Okay, man merkt, dass die Kosten bei niedrigen Temperaturen auch echt gering sind. Glaube ich zumindest, dass es das ist. Ja, das muss ja auch geheizt werden, das stimmt schon. Da war jetzt wieder ein bisschen der Mal für Gewerbegebiet. Damit können wir auch bestimmt dienen. Immer wo ein Gewerbegebiet ist, bräuchte man bestimmt noch Polizei. Für später. Wir brauchen echt noch ein paar Leute. Und ich merke, die wollen doch schon ein bisschen. Wir brauchen Strom. Das war gerade ein Schrei für Strom. So, grüne Energie, genau. Yay, yay. Da kommen auch schon wieder ein paar dazu. Schön.